Ein Wüstenschiff in voller Fahrt. Kamele gehören längst zu den Ikonen der australischen Outback-Folklore. Bei Alice Springs, der Stadt im roten Herzen des fünften Kontinents, betreibt Neil Waters seine Camel Australia Farm. Eine beliebte Attraktion für die zahlreichen Wüstentouristen. Come and jump on. Australiens riesige Trockengebiete ziehen Jahr für Jahr mehr Reisende aus aller Welt an. Für viele ist dies die erste Begegnung mit einem Tier, das hier ursprünglich ebenso wenig heimisch ist wie ein japanischer Tourist. Was die meisten Vergnügungsreitenden nicht wissen, diese Kamele waren noch bis vor kurzem wild lebende Tiere. Erst unlängst zum Reiten abgerichtet. Die Vorfahren jener Wildkamele allerdings, so kompliziert ist das, waren Haustiere. Auf der Farm von Neil Waters stehen 60 Kamele, eingefangen im Outback, um hier gezähmt zu werden. Die Bullenblase, sagt er, erregt die Kamelmädchen. Männergehabe eben. Zum Gedröhne kommt herbmännlicher Duft. Mit wedelndem Schwanz spritzt der Bulle Urin auf sich und andere. They're a great animal. Tolle Tiere, sagt Neil, sehr zäh. Sie passen genau in Australiens Umwelt, besser als Pferde und Ochsen. Und sie haben Persönlichkeit und Charakter, sagt er. And they definitely got personality and character. Wildlebende Kamele, genauer Dromedare, gibt es nur in Australien. Einst wurden sie als zahme Lasttiere aus dem Nahen Osten importiert, dann ausgewildert. Vor 20 Jahren kam dieses Forscherpaar aus Deutschland nach Australien, um wilde Kamele zu studieren. Heute machen sie sich Sorgen. Als wir 1984 kamen, waren für Zentralaustralien ungefähr 32.000 nachgewiesen worden von Luftzählungen. Und jetzt sind es ungefähr 200.000 in Zentralaustralien. Für ganz Australien schätzen wir ungefähr 600.000 Kamele. Nicht lange nach ihrer Ankunft in Australien hatten wir das deutsche Paar schon einmal besucht und bei der Arbeit beobachtet. Kamele gehören nicht zu Australiens natürlicher Tierwelt. Wie, so wollten die Forscher wissen, passen sie sich an, und sie forschten mit Herzblut. Oh, guck dir das an. Das waren drei. Für zwei Jahrzehnte lebten die beiden allein in der Wüste bei ihren Lieblingen. Und jetzt klingt er wieder. Oh, wunderschön. Wunderschön, der Bulle. Heute ziehen sie Bilanz. Neben neuen Einsichten in die Evolutionstheorie eine eher bittere Erkenntnis. Australien muss seine Kamele erschießen. Das ist einfach notwendig, weil es keine natürlichen Feinde gibt. Und sobald die Population zu groß wird, dass es einfach ökologisch nicht mehr verträglich ist, dass eingegriffen wird. So leid es mir tut um die armen Kamelchen, aber ja, es ist nun mal so. Denn wenn wir nichts tun oder wenn nichts geschieht, dann vermehren die sich nahezu ins Unendliche. Wir haben also ausgerechnet, dass also in den trockenen Gebieten von Australiens, die können sich bis auf 50, 60 Millionen Kamele vermehren, ja, und leiden noch keinen Hunger. Aber dann gibt es eben nicht mehr über 1000 Pflanzenarten, da gibt es vielleicht nur noch 200. 60.000 Kamele jährlich müssten getötet werden, sagen sie, um Australiens natürliche Umwelt zu erhalten. Für Zentralaustralien müsste ein Schlachthof gebaut werden, der die Möglichkeit hat, das Fleisch der Kamele nach Übersee zu transportieren, in die USA, in die Europäische Union. Und dann würde sich dieses Problem ganz von alleine lösen. Dann gibt es nämlich ein Incentive, wie heißt das jetzt nochmal? Ein Anreiz. Ein Anreiz für die Leute, tatsächlich auch die Kamele zu fangen. Auf der Camel Australia Farm hört man solche harschen Botschaften nicht gern. Jane Waters ist gerade dabei, ein verwaistes Baby aufzuziehen. Die Farm lebt vom Zähmen wilder Kamele, die werden dann verkauft an Vergnügungsparks etwa. Und Neil demonstriert, was er sonst noch vorhat. Er hat eine Vorrichtung gebaut, in der man Kamele melken kann.
Sobald er genug zahme, schwangere Kamele beieinander hat, soll's losgehen. Er meint's tatsächlich ernst, auch wenn er Witze macht. Der Melkschemel, sagt er, muss so hoch sein wie ein Barhocker. Das passt ja zu uns Australiern. So, all the Aussies should be all right on a bar stool. Und so sieht's aus, wenn bei Camel Australia neue Tiere zugeritten werden. Nils Helfer arbeiten paarweise. Das zahme Tier soll das noch wilde beruhigen. Ungefährlich, so werden wir gleich sehen, ist das nicht. When you get a wild camel in and ein wildes Kamel würde dich anfangs am liebsten töten, sagt er. 12 Monate später kannst du es reiten. Das ist es, was mich so fasziniert. That's what it's about. Und hier passiert's. Abgeworfene Kamelreiter stürzen tief. Zum Glück geht hier noch einmal alles gut. Die Kletten allerdings sind unangenehm. Manche Kamele, sagt Neil, sind furchtbar laut, aber auch die werden später ganz zahm. So viel Liebe zum Tier verstellt freilich den Blick dafür, dass Kamele eigentlich eine Gefahr darstellen für Australiens Ökosystem.